Tor 1, Dennis Rotzdegge, DJK Sportfreunde Lovik 2. So ein Jahr beginnt ja oft gemächlich, doch wehe Spürnase Rotzdegge ist im Anflug. Während sich des Gegners Keepers noch fragt, welches Jahr wir haben, schnuppert Rotzdegge schon am Kacktor-Titel. Tor 2, Marc Flecken, MSV Duisburg. Was im Februar gegen Ingolstadt zur Aufführung kommt, hat man in der mehr als sechsjährigen Kacktor-Geschichte noch nicht erlebt. 21 Spieler wissen, dass das Spiel nicht unterbrochen ist. Nur einer wird es erst noch checken, Marc Flecken. Die Bude macht zwar Stefan Kutschke, aber sorry Stefan, hier machen wir uns stark für Marc. Tor 3, Jeroen Al-Khazaimi, SC Preußen Münster. Jahr für Jahr im März arbeitet der Abwehrrecke der Preußen nebenberuflich als Osterhase und versteckt die Eier besonders gerne dort, wo sie seine Liebsten nicht vermuten. Dem eigenen Keeper legt er das Ei schon einen Tag vor Ostern ins eigene Netz. Tor 4, Fabian Menich, SC Preußen Münster. Nach dem Titel im März legen die Preußen im April mehrmals nach, unter anderem mit diesem Eigentor. Wir grübeln immer noch, welches Spezialtraining Münster absolviert, um auf einmal ein Kacktor nach dem anderen zu schießen. Tor 5, Lena Piening, SGTV Bohmte, Osterkappeln, Schwagsdorf. Welcher Fußballer, welche Fußballerin träumt nicht von einem Traumtor in den Winkel, womöglich gar im entscheidenden Moment? Von diesem Ausgleich in der Schlussminute wird auch Lena Pienings Gegenspielerin vom Bünder SV noch träumen und vermutlich schweißgebadet aufwachen. Tor 6, David Häuser, FC Steinbach. Diesen Powerplay sind die Spieler von der SG Niedertiefenbach-Dern im August einfach nicht gewachsen. Die Steinbacher haben eben den Bogen raus und wie heißt es so treffend, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Tor 7, Andreas Kalinich, SV Germania Grasdorf. Kalimera, Kalinichta, Kalinich knipst nicht nur dem Gegner, sondern auch gleich sich selbst die Lampen aus und schwebt auf Wolke 7. Beim 3-1 über den Mühlenberger SV sichert er sich im September auf zauberhafte Weise mit einem Tor gleich 2 Scorerpunkte. Tor 8, Tommy Anderseck, FV Blau-Weiß Stahl Freital 2. Frisch gepflückt im goldenen Oktober, kredenzen wie eine klassische Kreis-Oberliga-Keeper-Kapriole aus dem Osterzgebirge. Keeper Anderseck katapultiert die Kugel gekonnt katzenartig in die Kiste. Katastrophal für ihn, grandios für diese Rubrik. Tor 9, Benjamin Schwarz, SC Preußen Münster. November ist Vorweihnachtszeit und Vorweihnachtszeit ist Geschenkezeit. Damit will jeder voll ins Schwarze treffen. Im Hause Benjamin Schwarz heißt das Ballannahme, Schleife drum und ab ins eigene Tor. Oh du Fröhliche, oh du Selige. Tor 10, Natalie Stacey, Maidstone United. Die Abwehr der Ladies von Prince of Wales verfährt hier wohl eher nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Dass Stacey überhaupt an den Ball kommt, grenzt an ein Wunder. Mit letzter Kraft stochert sie den Ball in Richtung 5 Meter links am Tor vorbei. Doch dann schlägt's 13 und drin das Ding. Ein reiner Traum. Ihr habt die Wahl.